Hallo ihr Lieben, heute möchte ich wieder mit euch über Freeletics reden, beziehungsweise mein Sportprogramm. Und ich habe dazu wieder mein schlaues Buch mit dabei, weil ich da ja alles eintrage. Und es soll diesmal um Woche 5 und um Woche 6 gehen. Genau. Ich muss sagen, ich bin ganz gut dabei, allerdings im Moment weniger Freeletics, weil ich so ein bisschen Magenprobleme habe, also aufstoßen. Und mir wird so leicht übel und da sind Burpees im Moment ganz, ganz schwierig. Aber in Woche 5 habe ich noch jeden Tag Freeletics gemacht. Ich habe Workout Squats gemacht, zum Beispiel am Montag. Am Dienstag habe ich die Aphrodite gemacht mit 34 Minuten 3. Dann am Mittwoch habe ich die Ione gemacht, aber musste es leider abbrechen, weil ich so Seitenstechen bekommen habe. Und an dem Tag hatte ich auch ganz blöde Kopfschmerzen. Genau, am Donnerstag habe ich dann wieder die Ione gemacht. Also ich habe das jetzt versucht, in Woche 5 jeden Tag zu probieren und jeden Tag ein Stück weiterzukommen, weil das noch ein sehr hartes Workout für mich ist. Habe das am Donnerstag dann wieder abbrechen müssen, habe aber schon in Runde 2 bin ich schon gewesen. Also bei dem anderen war ich, glaube ich, habe Runde 1 geschafft oder irgendwas. Und am Donnerstag war ich eben dann schon in Runde 2. Am Freitag habe ich die Squat Max nochmal gemacht, habe 273 Stück geschafft. Am Sonntag bin ich geradelt, also da habe ich jetzt kein Freeletics gemacht, da bin ich geradelt. Ach so, nee, stimmt gar nicht, da habe ich auch noch Freeletics gemacht, da habe ich die Ione wieder probiert. Aber da ist mir eben schon, das war so einer der ersten Tage, da ist mir dann schon so übel geworden, das musste ich leider wieder abbrechen. Am Sonntag habe ich nochmal die Ione probiert. Hab da 2 Runden geschafft in 36 Minuten. Das war dann schon so eins der besten. Und ich habe noch Squats gemacht. Und also ich muss sagen, ich merke einfach, es tut mir gut, wenn ich mich jeden Tag bewege, auch wenn es nicht unbedingt Freeletics ist. Ich merke auch, dass sich mein Umfang verringert. Also die Beine sind jetzt, also wenn ich mich hinsetze, dann sind sie nicht mehr so dick, wie das mal war. Und wenn man zunimmt und leicht übergewichtig ist, merkt man auch, dass die Oberschenkel, wenn man geht, so leicht aneinander reiben. Das wird auch immer weniger. Meine Arme können sich irgendwie freier bewegen. Also so der Oberkörper wird langsam schlanker, der Bauch wird flacher. Ist zwar noch nicht super toll, aber ich merke einfach, es wird immer und immer besser. Genau, dann in Woche 6. Da habe ich am Montag Sit-Ups gemacht, also diese Max-Sit-Ups. Am Dienstag habe ich nichts gemacht, da ging es mir nicht wirklich gut. Da habe ich angefangen, mir so einen blöden Magen-Darm-Virus einzufangen. Also da habe ich gar nichts gemacht. Am Mittwoch ging es mir dann schon ein klein wenig besser und ich habe Squats gemacht. Am Donnerstag habe ich Aphrodite gemacht, habe es aber leider abbrechen müssen, weil mir einfach übel geworden ist und schwindelig geworden ist. Also da war das blöde Magen-Darm-Zeug leider noch nicht vorbei. Ich habe dann aber nochmal das Workout Metis hinten nachgehauen und das habe ich dann geschafft am Abend dann. Am Freitag, da bin ich geradelt und habe Metis gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal die Burpees, die bis jetzt für mich wahnsinnig schwierig waren, habe ich also wirklich komplett richtig gemacht. Also ich bin sonst vom Stehen runtergegangen, habe diese Liegestütze gemacht und bin dann langsam wieder aufgestanden, weil ich es anders gar nicht geschafft hätte. Und da war es zum ersten Mal, dass ich dann eben, also vom Stehen runter, die Hände auf den Boden, mit den Füßen nach hinten gesprungen, die Liegestütze und dann mit den Füßen wieder nach vorne gesprungen bin. Also so, wie sie eigentlich gehören. Das war das erste Mal, dass ich mich kräftemäßig so gefühlt habe, dass ich es hinbekommen habe. Aber es war klar, dadurch habe ich einfach länger gebraucht, weil ich die Übung so einfach noch nicht gewohnt bin. Das heißt, ich habe Metis dann, also einmal war es ja, ich muss es gerade gucken, meine Bestzeit war irgendwas um die 5 Minuten oder so. Oder 6 Minuten und da habe ich jetzt fast 13 Minuten gebraucht. Aber ich war ganz stolz, weil ich habe es ja richtig gemacht. Und ich habe noch Squat Max hinterher gehauen mit 195. Dann am Sonntag bin ich wieder geradelt. Am Samstag bin ich geradelt. Am Sonntag habe ich nochmal Metis gemacht, die Burpees wieder richtig gemacht und habe mich dann schon um 40 Sekunden verbessert. Also da waren es nur noch 12 Minuten 8 und habe wieder die Squats hinten nachgeschoben. Genau. Also ich muss sagen,
dadurch, dass ich mich jeden Tag jetzt einfach irgendwie bewege, also heute zum Beispiel, wir sind jetzt zwar schon in Woche 7, aber das kann ich jetzt einfach mal kurz ansprechen. Heute habe ich mir ein eigenes Workout ausgesucht mit Seilsprüngen. Da habe ich insgesamt, glaube ich, 400 gemacht. Dann Squats habe ich, glaube ich, 200 gemacht. Ausfallschritte habe ich 60 gemacht. Sit-ups habe ich 100 gemacht. Liegestützen allerdings noch so an die Wand gelehnt, weil meine Arme sind wirklich noch Puddingarme, wie mir immer so schön gesagt wird. Da habe ich 50 geschafft, aber halt an der Wand, also nicht komplett in der horizontalen, sondern so leicht in der vertikalen. Und Plank habe ich gemacht. Also das habe ich mir einfach. Dadurch, dass alles, was jetzt im Moment runtergeht und auf den Bauch geht, bei mir eben ganz schwierig ist, bin ich jetzt auch dran, eigene Sachen zu machen. Aber versuche da schon dabei, auch ins Schwitzen zu kommen. Genau. Ja, ich werde immer mal wieder die Maße nehmen. Also im letzten Video habe ich ja schon erzählt, dass ich, oder im Essensvideo, glaube ich, war es, dass ich abgenommen habe, gerade am Bauch, an den Oberarmen, an der Unterbrust und am Po. Und das werde ich jetzt weiterhin tracken. Also so jede Woche oder alle 2 Wochen werde ich das einfach mal nachmessen und trage das dann eben auch in mein tolles Büchlein ein. Und gucke dann einfach mal, wie es weitergeht. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt langsam das Schrumpfen beginne. Klingt irgendwie doof. Also dass ich langsam aber sicher abnehme, dass ich auch kräftiger werde. Ich habe mehr Energie. Also auch in meiner Arbeit. Also ich glaube, ich habe das noch nie erwähnt, aber ich arbeite mit Kindern und da war ich einfach immer erschöpft. Und wenn sie gefragt haben, ob wir Fangen spielen oder dergleichen, dann habe ich sie meistens vertröstet, weil ich das energiemäßig gar nicht hingekriegt habe. Und seit neuestem spiele ich sogar Fußball mit den Kids und spiele Fangen mit den Kids und die genießen das total. Und ich habe dann schon so ein Vor-Workout in der Arbeit. An der frischen Luft meistens oder ab und zu auch in der Turnhalle, je nachdem, welches Wetter halt ist. Ja, und muss sagen, energiemäßig geht es mir besser. Ich denke eben auch durch dieses Workout. Ich bin stärker geworden, also von den Muskeln her und dadurch irgendwie auch ausdauernder. Und also ich kann nur sagen, ich war früher eine richtige Couch-Potato und jetzt geht es mir besser. Ich mache jeden Tag ein bisschen was. Ich gucke, dass ich jeden Tag ins Schwitzen komme. Ja, ich radel auch jeden Tag zur Arbeit. Es ist zwar nicht weit, aber es ist trotzdem eine Bewegung. Ab und zu radel ich auch noch in meiner Mittagspause ein Stück weit, wenn ich nicht am Essen bin oder sowas. Also ich versuche einfach mehr Aktivität in mein Leben zu bringen. Und ich muss sagen, es funktioniert wirklich gut. Und es tut mir auch gut. Und alle, die mich kennen, gerade auch in der Arbeit, merken das einfach, dass ich jetzt viel vitaler bin und es mir irgendwie besser geht. Ja, also ich kann nur sagen, fangt mit irgendeinem Sport an. Es muss nichts Großartiges sein. Ihr müsst kein Geld dafür ausgeben, sondern einfach anfangen, sich einfach mal bewegen. Am Anfang ist es wirklich anstrengend. Also ihr müsst auch gar nicht viel Athletics machen, weil das ist wirklich, wirklich anstrengend. Aber einfach mal bewegen und wenn es eben Seilhüpfen ist oder Trampolinspringen oder Fahrradfahren oder Schwimmen, tut einfach jeden Tag eine Kleinigkeit, bringt euren Körper und gerade eure Lymphe und euer Blut einfach mal in Bewegung und ihr werdet sehen, ihr werdet fitter. Ihr werdet wahrscheinlich auch besser schlafen, das habe ich zumindest bei mir festgestellt, dass es mir dann einfach auch morgens besser geht. Ich stehe zwar müde auf, aber wenn ich dann, das, was auch ganz wichtig ist, einfach 1 Liter Wasser getrunken habe, was ich jetzt in der Früh eigentlich auch so als Ritual habe, dann geht es mir schon relativ gut und dann kriege ich den Tag auch ganz gut rum. Ja, das waren so die Sachen zu Woche 5 und Woche 6. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ist ja alles klar, denke ich mal. Ihr dürft mich auch Sachen fragen. Ich bin da auch nicht sauer. Ich bin zwar kein Experte, ich bin ein blutiger Anfänger auf dem Thema, auf dem Gebiet Sport, aber ich kann euch eventuell, gerade für Frauen, einen Channel kann ich euch dann vielleicht empfehlen oder irgendwas. Ja, genau. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.